Dank. Schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie auch herzlich begrüßen. Wir haben gerade in der Parteivorstandssitzung uns mit dem Ergebnis der sächsischen Landtagswahl beschäftigt. Wir haben insbesondere Heinz Bierbaum herzlich gratuliert. Wir sind sehr froh, dass wir ein Ergebnis von 16,1% erreicht haben und können feststellen, wir haben uns als politische Kraft dauerhaft in der saarländischen Landespolitik etabliert. Das Ergebnis unterscheidet sich insbesondere in einer Frage vom Ergebnis in 2009. Diesmal wäre es möglich, dass SPD und Linke gemeinsam im saarländischen Landtag die Möglichkeit zur Mehrheit ergreifen und dann auch zu einer Koalition kommen. Das war ja im Jahr 2009 anders. Da reichte es leider nicht für eine Koalition aus Linken und SPD. Und Sie wissen ja, dass nach langen Verhandlungen dann die Grünen sich für Jamaika entschieden haben. Und wie Jamaika geendet ist, auch das haben Sie alle nachvollzogen. Wir haben im Saarland erlebt, dass von nicht so erfreulichen Umfragewerten ausgehend es gelungen ist, im Wahlkampf durch einen engagierten Wahlkampf, insbesondere natürlich mit Oskar Lafontaine an der Spitze, aber unterstützt natürlich von vielen Aktivistinnen und Aktivisten im Saarland, aber auch der gesamten Bundespartei, viele Stimmen einzusammeln. Wir haben gesehen, dass ein aufsuchender Wahlkampf, also direkte Gespräche an der Haustür, am Gartenzaun, vor allen Dingen das Thema der sozialen Gerechtigkeit in den Mittelpunkt der Diskussion gestellt haben. Und darum war auch die Themenwahl, nämlich auf soziale Gerechtigkeit, auf Mindestlöhne zu setzen, auf Millionärsteuer, die richtige inhaltliche Entscheidung. Und wir erhoffen uns natürlich, dass für die kommenden Landtagswahlen in Schleswig-Holstein und in Nordrhein-Westfalen genauso wie das Saarland unterstützt wurde, auch Unterstützung aus diesem Schwung und in den Erfahrungen des Saarlandes kommt. Und auch diejenigen, die im Saarland an der Spitze standen, mithelfen, in den anderen Bundesländern für ein gutes Ergebnis zu kämpfen. Natürlich haben wir auch die kleinen Schattenseiten des Wahlergebnisses uns genauer angeschaut. Für uns ist insbesondere eine große Herausforderung die Frage, dass ein größerer Teil von Menschen sich entschieden hat, gar nicht mehr zur Wahl zu gehen, die beim letzten Mal ihre Stimme für die Linke gegeben haben. Und hier werden wir natürlich genau beraten, wie gelingt es uns, diese Menschen zurückzugewinnen und ihnen zu sagen, ja, es hat einen Sinn, zur Wahl zu gehen. Und eine Stimmabgabe für die Linke ist auch etwas, was ihr persönliches Leben ganz konkret ändern kann. Sie haben sicherlich Verständnis dafür, dass wir über das Abschneiden der FDP nicht allzu traurig sind. Beeindruckend fanden wir, dass die FDP noch weniger Stimmen bekommen hat als die Familienpartei, die bisher in der politischen Arena, glaube ich, noch nicht sehr bekannt war. Alles in allem haben wir, wie gesagt, in der Gremiensitzung unseren Dank und unsere Anerkennung für dieses Wahlergebnis ausgesprochen. Es haben auch etliche Mitglieder des Parteivorstandes, auch aus anderen Bundesländern, sich an den persönlichen Gesprächen vor Ort beteiligt. Und wir glauben, dass jetzt noch eine ganz spannende Zeit kommt, denn wie ich bereits unterstrich, haben wir im saarländischen Landtag die Möglichkeit, und die müsste die SPD nur ergreifen, gemeinsam mit der Linken eine Koalition vorzubereiten.